Wir sind zurück bei Trine 3 in Level 2. Mit zwei Leuten. Hidan ist auch dabei. Hallo. Sehr schön. Ja, wir haben in der ersten Folge schon gesehen, was wir alles an Magie so benutzen können haben und haben die drei, oder das Intro der drei Charaktere so ein bisschen gespielt. Also es gibt einen Schwertkämpfer, der ziemlich übergewichtig ist. Das ist bestimmt, ja, na, Hidans Part würde ich nicht sagen, aber mit der... Mit dem war das Handling oder die Steuerung eigentlich ganz simpel, fand ich. Dann haben wir die Assassine. Ne, ist eine Assassine, ist eine Bogenkämpfer. Diebin. Ah, okay. Und den Magier haben wir auch noch, ne? Ja. Yep. So. Welcher Charakter hat dir bisher am besten gefallen? Ich habe eigentlich immer den Magier gespielt in allen Teilen immer. Okay. Den fand ich auch nicht schlecht, ich fand aber auch den Krieger nicht so verkehrt. Also, wir müssen mal gucken. Wir starten jetzt einfach mit dem zweiten Kapitel. Und die Vermutung liegt nahe, dass... Ah, okay. Wie kann man sich verwandeln? Bestimmt mit Select. Nein. Weiß nicht, welche Tasten du da drückst. Ich guck mal. Nein, das war die falsche. Ah, bei mir ist die RB-Taste auf dem Gamepad. So, jetzt bin ich immer der Magier. Ne, jetzt bin ich der Krieger. So. Gibt es denn so eine Hintergrundstory auch zu den alten Teilen? Beim allerersten Teil haben sie zusammen einen Schatz irgendwie gefunden, der sie halt vereint hatte. Mhm. Das Ding sucht die halt immer wieder heim, wenn irgendwas im Busch ist ungefähr. Okay. Das kann man schwer erklären. Man muss wahrscheinlich die alten Teile gespielt haben. Ah. Das Witzige ist, wir teilen uns die Charaktere, also wir können die Charaktere, jeder kann nur einen spielen. Also ich kann jetzt nicht die... Ich gucke der Maus mit der Steuerung, das ist nicht klar. Warte mal. Ah, hier brauche ich wahrscheinlich den Magier. Gucken, ob wir irgendwo einen Checkpoint erreichen hier. Hier müsste ein Checkpoint sein. Oder? Ich bin doch wieder da. Ich bin schon die ganze Zeit da. Achso. Der Charakter war mir tot. Ah, okay. So. Nicht weit weglaufen, hier vorne ist noch ein Punkt. Wo? Ach, hier oben. Einsammeln wollte. Da hinten ist noch einer. Ach, da, ja. Laufen wir da immer hin. Wir haben es aber, glaube ich, nicht geschafft, alle Dreiecke im ersten Level zu machen. Der eine ist auf jeden Fall ins Meer gefallen. Ah, okay. War hier oben was? Oh. Hello. Ja. Magic. Ist das der Tom? Ich weiß nicht, wer das ist. Nein. Sondern? Ein Unbekannter! Ach, der Sachse ist da! Nein, wer sagt das? Das ist eine Lüge. Halte ich auch für ein Gerücht. Sehr schön. Und alles fresh. Ja, wir sind gerade ein bisschen. Wir haben schon gerade den YouTube-Zuschauern erklärt, dass wir demnächst auch GTA 5 mal ein bisschen Let's Playen wollen. Und ich spiele jetzt gerade Trine 3. Ach so. Ja, Magic und so. Wir haben es gerade erklärt, es ist ein Early Access und wir müssen hier irgendwelche verrückten Sachen machen. Keiner so richtig Ahnung hat bis jetzt. Ja, also ich muss dazu sagen, ich hab die ersten beiden Teile gar nicht gespielt und versuche mich jetzt hier gerade so ein bisschen zurechtzufinden. Was wirkt eigentlich... Achso, warte mal, ich nehme mal den Magier. X. Drück doch X. Ah, jetzt okay. So. Nein! 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 Brauchst du Hilfe? Oh, ich habe unten ein Versteck gefunden. Ich weiß nicht, wo bist du? Ja, ich hänge hier unten an der Klippe fest. Nee, du bist so gestorben. Ja. Oh. Wie kommen wir denn da rüber? Moment. Komm mal hier, komm mal mit. Was denn? Hier unten. Könnte sein. Hier. Warte. Siehst du das? Ja. Da müssen wir irgendwie nochmal rein. Ich mach's einfach auf die altmodische Art und Weise. Jetzt bin ich tot. Nein, ich auch. Mist. Ach, du schützt den Magier, okay.
Dann ist das wieder Checkpoint, also das will nur runter. Ah, okay. Ja. Ich will da jetzt rein. Oder ja. Drauf springen? Ja, ich versuch's. Oh. Warte. Hallo? So. Was ist da los, wenn du drauf fällst? Okay, warte. Ich schwing hier mal rüber. So, jetzt. Sehr schön. Und wir kommen jetzt wieder raus hier. Mist. Ah, da oben. Okay. Na, immerhin haben wir jetzt den Kristall geholt. Das ist schon auch noch was. So. Ah, verdammt, die ist daneben gehüpft. Ja, das kann ich schlecht einschätzen, jedenfalls. Das ist der Nachteil in der Kamera hier, ne? Sehr schön. Ja, ich bin auf die Story. Story. Story? Auf die Story. Wo bin ich jetzt schon wieder? Mist. Weiß ich. Runtergefallen. So. Jetzt aber. Ja, auf die Story bin ich schon mal gespannt. Also, wir haben. So, wir kommen jetzt da oben rauf. Kannst du irgendwo festbinden? Habe ich gerade geguckt. Okay, hier brauchen wir wahrscheinlich die Magier. Ah, ich habe ein Rätsel gelöst. War gerade an der Wand festgebackt. Ach so, kannst du da festmachen? An der Kiste? Nee, ich hab's versucht. Hier ist doch eine. Hier. Geht nicht, ne? Soll ich nicht da ranschieben? Ich kann das Klopfer gar nicht mehr festmachen. Durchgerollt, ey! Mist. Okay, wie soll ich jetzt hier rauskommen? Kannst du einmal den Charakter wechseln? Hab ich. Versuch mal eben hier mit der. Heb nochmal auf den zweiten. Also den inneren. Geh bei den anderen hoch. Weiter. Ich versuch's, warte. Ach shit, zu loslassen. So. Nee, den anderen. Nicht den Arm. Ach so. Warte. Wie lässt du den los? Ach, ist klar. Den hier nochmal aufheben. Ja. Lass mal los. Ja, hab ich. So, jetzt ziehst du nur noch den anderen. Ah, okay. Sie! Sie! Sonst sie! Ich zieh doch schon! Ah, jetzt! Ah! Nice! Kommst du das da durch? Ja. Sieht gut aus. Oh! Hilfe! So. Ja, nice, ey, das ist Teamwork. Ah. Mr. Miyagi. Und jetzt müssen wir tauchen. Ah, so tauche ich runter. Mal gucken, wie ich runter tauche. Wo du die Stampfattacke machst.
Ach, okay. Nimm echt mein Schild zum Paddeln. Ach, Junge. Okay. Auch gut. So. Okay. Bist du rübergekommen schon? Ach, da unten ist das. Ich hab nur Geheimnisklappe gefunden. Ich bin mir nicht sicher. So, du hast schon eine Lösung gefunden für das Problem. Noch nicht. Versuch noch da hochzukommen. Ich versuche mich gerade mit meiner. Okay. Das nicht? Wo willst du denn hoch? Wow. Da oben sind noch Punkte. Ah, das fährt noch weiter hoch. Ja, ich stehe auch gerade drauf. Das ist wieder. Nächster Abschnitt. Ja, mal gucken, was hier kommt. Und das Ding reißt nicht ab, so, oder? Hui! Ich hab's immerhin geschafft. Oh, das sieht schon geil aus. Also, ja. Ich bin schon begeistert. Oh. So kann man es natürlich auch machen. Warte mal, hier drin ist noch was. Okay. Ah, verdammt, der hat kaum Leben. Ja, ich weiß, ich hab sie schon in den Tod gestürzt. Oh. Hättest du das für Dings gekriegt? Hm? Was denn? Ja, nichts. Ich weiß nicht, warum du den gekriegt hast. Wer ist hier nicht? Es sind nur ein paar Punkte gewesen. Okay. Ah, shit. Nein. Mist. Okay, ich glaube, da kommt's. Da kommt nur der Krieger rüber. Will das nicht? Achso, ich will nicht wechseln. Hm. Ja, hol ich den Krieger nochmal wieder. Ja. Hat schon ein bisschen sicher. Es ist, ja, es ist teilweise sehr komplex. Also. Man braucht, teilweise mich halt wundert, du. Also, du fliegst jetzt rüber. Machst den Abschnitt sozusagen. Komm da nicht, ich komm da gar nicht ran an die Kante. Okay. Das ist mein Problem gerade. Ich will sie nicht festhalten. Das Problem habe ich eben gerade auch gehabt schon. Ja, das ist doch Wasser. Jetzt ist er tot. Oh. Ah. Nein. Ach Mann. Ja. Na, das ist doch, okay, jetzt müssen wir den Typen hier besiegen, nehme ich an. Denk mal, bist du ein Krieger? Okay, so kann man es auch machen. Hallo? Hallo, Herr. Was ist denn das, ein End? Nee. Vielleicht was an seinem Bein, immer wenn er zustimmt. Ach, da! Okay. So. Das musst du mal mit Bogenschütze machen. Weil ich es versuchen kann, ist neben Magier. Thank you.
gut, ich habe mein Leben aufopferungsvoll geopfert. Aber es hat nichts gebracht. Ach Mann, das ist ein Nebenspringer. Ah, nice, okay. Und jetzt? Keine Ahnung. Ah, ich hab eine Idee. Wenn ich auf den Bein drauf schieße, springst du auf den Stab, auf den Stock drauf, also auf den Ast, also. Ja. Und haust drauf gegen seinen Arm, der sieht ziemlich brüchig aus. Okay. Drauf. Ah. Nice. Oh oh. Ah! Scheiße! Oh, jetzt ist der Stein auf uns. Kopfschuss! Headshot. Ja. Ah, jetzt war es ein Headshot. Ja, genau! Ist richtig, ja. Ist richtig. Ah, jetzt hier. Shit. Ah. Verdammt. Also ich muss auf jeden Fall, jetzt müssen wir da reinspringen, wenn ich hier rauskomme. Bäm! Klatschen muss es. So, jetzt das ein Golem sein muss. Ich glaube ja. Ein Steinholz-Golem. Toll, jetzt hat er es doch eingerissen. Ja. Gute Arbeit. Ja, wir haben den Bösen geholfen, wie es aussieht. Wir haben immer noch keine Ahnung, um was es geht. Nee. Hey, das Ding ist Untertitel. Das wäre genial. Guck mal, da ist das fliegende Ding und wir sind alle drei wieder zusammen. Ja, das macht mir auch Sorgen. Hm. Aber. Ist das jetzt die Stimme vom Ding oder vom Alten? Ich würde sagen, die Stimme von dem Alten. Ja. Hm. Jetzt fasse ich hier mal an. Ja, schön. Der Ding ist also so einen bayerischen Akzent haben. Das Ding kann ich nicht, das kann der Sachse. Go mal! Ja moi! Leck's mir am Arsch! Ups! Und ich finde, die Bogenschützen könnte mit dem Schweizerdeutsch-Akzent sprechen. Guck dir mal an! Wo ist denn der Trainer jetzt hin? Ich hab Kopfschmerzen. Du auch? Guck mal da oben! Da fliegt das Ding! Alles wird dunkel und düster. Und weg ist es. Und weg ist es, ja. So, ja. Jo, leck's mir am Arsch. Wo gehen wir jetzt hin? Ist jetzt für dich auch so eine Art schwarze Wand? Nee, die Wand ist bei mir weg. Ich kann hier durchlaufen. Ja, das wird aber wie eine schwarze Wand für mich angezeigt. Okay, early access. Oh, noch kleine Bäume. Na, ja, mal draufpacken hier. Amadeus, Amadeus. Amadeus. Das Lustige ist, Amadeus heißt der Magier. Ja, ach so. Oder? Ja. So, ich glaube schon. Warte. Ja, ich glaube, der Magier ist Amadeus. Ich wollte vorhin wechseln, hattest du den, glaube ich, über was der Krieger? Ey, der kann Fußball spielen. So. Wir müssen irgendwie hochkommen. Mhm. Na, ich würde sagen so. Bin ich oben? Nein. Ganz beschissene Kameraansicht, wenn ich da drüben an der Wand hänge. Echt? Bei mir ist die von vorne, Front View. Also. So, jetzt bin ich oben. Ah, hier muss ich rüberspringen. Kann ich den Kopf aufschlagen? Ah, Checkpoint Charlie. So. Oh. Hat mein Gewicht das ganze Ding runter katapultiert. Ja. So. Hast du den anderen auch noch? Den was? Über dir. Ich glaube,
Ah, jetzt. Nice. Okay. Ist hier hinten noch irgendwas? Nö. Nein. Hast du unten schon geguckt? Nö. Oder so. Unten ist immer irgendwas. Hier unten ist auch noch was. Ups. Magic Moments. So. Da geht's wahrscheinlich weiter. Was hier oben noch ist. Gegner! Der Magier ist Amadeus. Ah. Können wir gerade nicht. Da vorne ist ein Checkpoint, warte. Nicht weitergehen, ne? Nee. Ich wollte nur den Checkpoint auslösen, damit wir den Krieger wieder haben. Komme ich da nicht durch? So, jetzt bin ich auch gleich oben. Okay. Irgendwie müssen wir doch da reinkommen. Kann man das Ding jetzt schwingen lassen? Nee. Die Wand? Ach, warte mal. Nee, abschlagen kann man. Kann man gegen die Wand. Die ziemlich brecht. Ich hab nicht geguckt. Ach, doch, warte mal, die sich gerade bewegen, shit. Ah, jetzt, warte mal, jetzt sehe ich was. Ja. Jetzt da runter? Ja. Yeah, nice. Fliegt wie ein Schmetterling. Da was im Wasser ist? Bestimmt. Nö. Schade. Das ist so geil, wie der mit seinem Schild paddelt, ey. Ja. Oh, jetzt ist Ziege. Mäh. Kann ich nicht töten. Bam. Mach schon mal so. Aber es scheint, dass es so. Also der eine Gegner eben war ja schon ein Baumwesen und jetzt kämpfen wir schon die ganze Zeit gegen Baumwesen. Also. Ich weiß nicht, wie es in den anderen Teilen war. Ne, in anderen Teilen waren es hauptsächlich Goblins und Skelette. Okay. So. Ah! Das ist für mich. Was machen wir denn jetzt? Tada! Nice. Ach du Schande. Hm? Oh. Wow! Gehen wir mal hier oben drauf stellen. Warte. Moment, ich bin hier drauf. Ich?
Wie ein Profi. Ah, also die auch irgendwie auf mysteriöse Art und Weise nach oben gejumpt. Like a boss. Wie du immer so schön sagst. Secret and boss. So. Da ist ja noch was. Hm? Da sind noch Punkte. Ach, da oben. Ah. So. Okay. Was hast du gemacht? Ja. Ich hab die Punkte runtergebracht nur. Aber wie kommen wir jetzt da hoch? Ey! Ah, jetzt kommen wir wieder zu schließen. Jetzt? Das ist ein, ach, jetzt hängt das Wort jetzt. Da hängt doch ein Ring. Hängt doch da. Aber jetzt kann ich. Ist wahrscheinlich runterschwingen, nicht, ne? Ah, da oben hängt noch eine Wurzel, sehe ich gerade. Ja, das sieht schon besser aus. Wenn ich da irgendwie raufkomme. Jetzt hängst du da unten fest, ne? Ah, hier ist ein Checkpoint, okay. Ach ne, jetzt war ich nicht. Ich bin gestorben. Da oben liegt aber auch noch was, ne? Ja, du brauchst, wenn wir da rankommen. Ah. Magier, hier ist noch eine Kiste, hier. Ah, der Krieger heißt Pontius. Nutzen die Physik. Ja. Der dicke Mann hat's geschafft. Oh, hier unten geht's weiter, glaube ich. Ja, ich habe oben eingesammelt, ja. Achso, ist alles okay. Okay. Physik ist also Pussys. Alter. Hey. Warte. Nice. Ja, so kann man auch kämpfen. Oh. Ah, warte. Und nu? Oh, ups. Oh, das ist nur eine Falle. Da oben? Da musst du oben drauflegen, ne? Kannst du das? Ah. Ja, nice. Hm. Ja, ach, da unten, warte mal. Hier sind irgendwelche...
Okay, also jetzt hier so stehen bleibe und du da drauf springst da oben. Also wenn du jetzt nach oben kommst, meine ich. Ah. Keine Idee. Ich knote das jetzt einfach irgendwie. Aber es funktioniert nicht. Schade. Probier, schieben wir mal das große Rad. Ja. Ah! Blödes Gamepad. Warte. So, jetzt kannst du loslassen. Bong. Guck mal, ob du jetzt irgendwie rüber spawnst, oder? Und? Noch nicht. Weiterlaufen, irgendwann wirst du hier schon oben spawnen. Kann nicht sein, dass du immer noch nicht spawnst. Guck mal zurück. Mhm. Passt ja die herrliche Aussicht hier. Ja, die will ich, Ich bin auf das große drauf. Nein, lässt das den Würfel verschwinden? Nice. Oh! Die Aussicht meinst du hier? Ja. Ja. Das sieht schon echt nice aus. Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft! Sieht so aus, ja. Das ist Challenge 1. Ich habe keine Ahnung. Das sehen wir in der nächsten Folge von Trine 3, die wir zu zweit in der Challenge 1 oder so. Ja. Liken, kommentieren unten, abonnieren nicht vergessen und dann immer schön dran denken. Wenn ihr Übersetzungsvorschläge habt, zum Beispiel, was die drei, wo wir die sich dran erhalten haben, schreibt es in die Kommentare rein. Und nicht vergessen, Hashtag Hidan Fanclub. Ha ha ha.